Hallo und willkommen zurück zu Moonscars Folge 13. Wir haben das letzte Mal diesen tollen Supersprint bekommen, den ich gerade schon wieder falsch benutzt habe. Den ich jetzt aber richtig benutze. Und wir sind auf der anderen Seite, was uns nichts bringt, denn der Hebel ist auf der Seite. Das heißt, also im Endeffekt, wir müssen darüber. Das heißt im Endeffekt also, bis gleich. Okay, wir sind da und kriegen jetzt sogar das Tutorial, dass man Abgrundüberquerungen machen kann. Aber das wussten wir ja schon, weil wir haben es ja schließlich schon probiert. Hey, wen haben wir denn hier? Achso, die steht jetzt einfach da und zeigt uns den Weg. Okay, ja, ich will aber zuerst da runter, ehrlich gesagt. So, der kriegt davon keinen Schaden. Ich habe jetzt mal den... das hier eingesetzt, hier den... das Wurmloch. Das ist eigentlich ganz cool, weil das... zieht die da so rein und crowd-controlt die. Und danach explodieren die. Das macht ziemlich guten Damage, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich es ganz geil. Problem ist nur... dafür brauche ich erstmal halt... aua. Da, Punkte. Boom, habt ihr gesehen? Richtig guter Damage eigentlich, ne? Und Parade. Und Sekret. Und raus hier. Und Todesam. Okay, jetzt können wir den überspringen, den Abgrund hier. Das heißt, ich kann auch die Markierung wegmachen. Ziel ist es, da oben hinzukommen, zum wahrscheinlich nächsten Boss. Ja. Wird schon werden irgendwie. Wir haben unseren ersten Abgrund über... abgerundet. Ich weiß immer noch nicht, wofür das da sein soll. Jetzt ist es kaputt. Bewirkt irgendwie, dass alles wackelt. Vielleicht fallen dadurch dann die Stalaktiten runter. Da oben ist noch so ein Ding. Jetzt habe ich aber wieder nichts, was gut ist gegen fliegende Gegner, ne? Jesus Christ, sozusagen. Sackt ein bisschen. Um ganz ehrlich zu sein. Allerdings könnte ich den Parasiten stattdessen reinnehmen. Weil der Parasit, der ist ja homing und fliegt dann eventuell nach oben. Wenn ich ihn finde, da ist er. Den müssen wir halt nur wieder aufleveln. Aber ich finde das hier als Ground-Effekt eigentlich schon ziemlich geil, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und alles kriegt eigentlich ganz guten Schaden. So, jetzt ist die Frage, bin ich hier tot, wenn ich hier reingehe? Ist hier eine Arena? Es sieht nämlich aus wie eine Arena. Ist keine Arena. Und das fühlt mich alles sehr nah an die formlose Werkstatt gerade. Das ist immer interessant. So, da war ich noch nicht oben. Da muss ich noch markieren. Da ist wieder so ein Ding. Erstmal mit Parasiten anschießen. Perfekt, wir haben den Fliegenden getroffen. Jetzt kann ich das Ding machen. Hat eine bisschen lange Animation. Aber ansonsten ganz geil. Stirb bitte. Und ich finde, das Gift hält auch viel länger als das normale Gift, was wir auf der Waffe haben. So, komm mal ran. Dankeschön. Und jetzt noch vergiften und dann weg. Woo! Hat doch ganz gut funktioniert. Kann man sich eigentlich nicht beschweren. Geht schon. Dauert halt ein bisschen länger. Ich glaube, wenn das aufgelevelt ist, ist das richtig gut. Müssen wir mal dafür sorgen. Wir haben 20.000 Knochenstoff. Upsila. Upsila. Upsala. Wir müssen einfach nur den Knochenstab auch mal benutzen können. Dafür brauchen wir halt nur den Spiegel. Das fährt uns nach oben. Da kann man rein. Das müsst ihr doch theoretisch damit aktivieren können. Ja, gut. Ist eine Drüse drin. Hilft mir jetzt bedingt weiter. So ist das also. Das ist ein roter auch, ne? Nein. Nein, 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 nein. Ja, kriegt da ruhig Schaden. Oh mein Gott. Ah, nee. Ich dachte, er wäre tot. Okay. Einer ist tot. Der kriegt das hier ab. Geil, er ist in die Stacheln geportet. Was für ein absoluter Idiot. Hervorragend. Okay, jetzt spontan bringt mir das noch nicht so viel. Ich sehe aber das Potenzial in... dem, in dem Wurmloch. In dem Malsturm. Wie auch immer man das nennen möchte. Ich nenne es jetzt Wurmloch, weil ich glaube, so heißt der Spell. Nein! Ah, ich wollte nicht runterfallen. Damit. Ich habe... oh mein Gott! Nein. Nein. Ich springe runter. Ich springe runter. Vielleicht fällt er mir ja hinterher. Du oder nicht? Du oder doch? Du oder nicht? Okay. Ich dachte, ich, bevor ich jetzt sterbe,
ich dachte, bevor ich jetzt sterbe, springe ich da lieber runter und laufe den Weg nochmal außen rum, bevor ich den gesamten Weg nochmal laufen muss. Und außerdem meine 5 Level verliere, die jetzt fast 6 Level mittlerweile sind. Wir brauchen noch einen Kill. Und dann haben wir wieder ein weiteres Level ab. Natürlich bin ich wieder vor dem Shortcut irgendwo runtergefallen. So, erstmal. Hallo? Nein, jetzt mache ich auch noch den gleichen Käse wieder. Ich meine, ich mache das ja alles mit Absicht, damit ich hier, ne? Ihr wisst schon, ein bisschen passiv mein Sekret regenerieren kann. Das ist ja alles für Strategie. Und der Mond baut sich so langsam immer weiter blutig auf. Finde ich jetzt persönlich nicht so geil, weil damit haben wir nicht so gute Erfahrungen gemacht. Kann ich da durchschießen? Leider nicht, er steht zu weit weg. Aber wird schon irgendwie werden. Ist der tot? Aha! Trottel! Was ist das? Knochenstein der Hexe. Erhöht Hexereischaden um 25%. Könnte auch eine 258 sein, aber ich schätze, es soll Prozent sein. Es kann immer nur ein Hexenedelstein. 25%. Warum steht denn da jetzt ausnahmsweise mal eine Zahl dabei? Zerbricht halt, wenn man verstirbt. Aber ich habe ja gerade nicht vor zu sterben. Allerdings finde ich die anderen Sachen, die wir gerade drin haben, ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Bei 25% natürlich ein ordentlicher Damage Boost wären. Oh. Das ist alles. Ah ne, geht's weiter. Oder? Ach, wieder so ein Gargoyle. Oh, diese Gargoyles, gib mir auf den Zeiger. Hier kommt ein weiteres Rätsel. Oh, sieh dich an, ein erbärmlicher Splitter dessen, was du einst warst. Du brauchst keine weiteren dummen Rätsel, oder? Er hat recht, ich brauche keine. Du zerschlägst dich selbst immer und immer wieder, Irma die Graue. Jeder Schritt bringt eine neue Narbe mit sich, jede Hoffnung Verlust. Jedes Lehmgefäß, das du hervorbringst, macht die Dinge schwerer. Jetzt bist du am Boden, nicht wahr? Aber das bringt dich näher an die Freiheit, als du es dir je vorstellen könntest. Geh und zerbrech ein weiteres Stück, du bist doch so gut darin. Wow, es ist ehrlich gesagt ziemlich akkurat und unhöflich gleichzeitig. Ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee. Eine der längsten Aufnahmesessions, die ich seit langem hatte. Das ist, glaube ich, die 5. Folge oder so, die ich aufnehme. Warte mal, 9, 10, 11, 12, 13? Ja, ist die 5. Folge. Krass. So viel nehme ich normalerweise nicht am Stück auf, weil mir dann immer irgendwann der Hals wehtut. Und auch das ist gerade der Fall. Aber was willst du machen? Wenn Papa Folgen braucht, braucht Papa Folgen. Da ist kein Drehen und kein Rütteln. Ach du Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Okay, er ist tot. Geil. Alles richtig geil. Hat alles funktioniert. Zack. Ach, das füllt mein Sekret auf. Das ist aber nice. Okay. So, jetzt ist die Sache. Ja, dass ich da nicht komplett runterfallen will. Du bist Stein. Au. Steine. Oh, die Steine sind so gut, Mann. Okay. Wir könnten nach links springen, aber wir... Oh. Kann man nehmen. Noch ein Stopp. Wieso bin ich jetzt langsamer geworden? Aha! Gut, gut. Stich den ab. Ah. Oh, perfekt unter den Stalaktiten geworfen. Geile Sache. Richtig geile Sache. Das ist alles, was hier war. Sonst war hier nichts. Merkwürdig, fragwürdig, aber na gut. Aha! Ich wusste es. Irgendwo muss ein Spiegel sein. Das kann ich jetzt wegmachen. Da oben sind wir gewesen. Wir sind jetzt hier im Westen fast fertig. Allerdings kommt jetzt bestimmt wieder irgendeine wichtige Information, die ich dann nicht verarbeiten kann für mich. Halt mal, wir haben noch irgendwas gefunden hier, oder? Ja. Ich habe nichts gefunden. Okay, dann irre ich mich. Unsere Leiche wurde geklaut. Was heißt Leiche? Nicht unsere Leiche. Unser Körper wurde geklaut. Wurmloch Level 2. Wir machen das auf Level 3 hoch. Ich will den Damage dann sehen. Ach, super. Drüse brauche ich nicht. Gieriger Mond brauchen wir nicht. Wir wollen das so, wie es ist. Wir könnten es eh nicht runterschalten. Spiegelbilder. So, jetzt ballern wir uns erstmal selber wieder in die Fresse. Die sieht aus wie Irma die Rote. Die hat sich geheilt. Den Speer will ich auch benutzen. Ach, die hat meinen Speer.
Wo ist mein Speer? Soldat! Blöde Pflunze. Ich hätte gerne... Die Harpune, ja. Harpunen schmeißen ist geil. Ich meine, zack, und dann kommt sie zurück. Ist richtig gut. Leider sind wir auf der falschen Höhe. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal... Aber bin ich eigentlich Max-Level? Man kann nur 5 Boni haben. Das ist aber doof. Ich dachte, man kann... Naja, so viel haben, wie man halt will. So wie es impliziert wird mit dem System. Das ist etwas schade, finde ich. Das muss doch nicht sein. Na gut. Ändern kann ich es nicht. Bin ich hier richtig? Ja, ja. Ich muss da hoch, genau. Und ich muss aber ganz hoch, glaube ich, ne? Warte mal. Genau. Also bringt es mir jetzt gar nichts, dass da der Shortcut offen ist. Geil. Nicht auf den! Na gut, der tut mir nichts. Weil ich ihn nicht dazu kommen lasse, mir was zu tun. Und dann gehen wir hier rein. Hier war der Gargoyle. Und dann müssen wir hier nur durchdashen. Nein! Ich bin nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen. Nein, nein, nein. Ah. Okay, wir sehen uns, wenn ich da oben bin. Na komm schon, geht doch. Jesus. Fast nochmal runtergefallen. Okay, ganz wichtig. Shortcut aufmachen. Also da runterfahren. Und schon ist der Shortcut zum Spiegel offen. Geil. Hoch, hoch, hoch. Komm mal rein. Ah, oh Gott, nicht. Okay. Ich habe immer Angst, dass mich der Fahrstuhl zerquetscht. Seit den Wasserrädern fühle ich mich da nicht... Seit den Wasserrädern fühle ich mich da nicht mehr so sicher. Da kann man rein. Ja, komm, wir packen jetzt mal den Mahlstrom aus. Der ist geil. Komm, Mahlstrom, Alter. Zack. Dann brauchen wir aber auch den Parasiten. Den muss ich dann auch mal leveln mit. Leider kein Damage Boost. Das ist eine Arena. Das sieht man ja. Du wirst mir gar nichts tun. Das ist ja nice. Aber ich tu dir was. So. Ja, damit hätte ich rechnen können. Nein! Okay, das war... sehr viel zu knapp. Nein. 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 Warum habe ich mich nicht einfach geheilt? Ich hätte mich einfach heilen sollen. Oh, und ich habe gewartet auf die perfekte Parade. Dabei weiß ich doch... Mondhunger, kannst du knicken, Alter. Kein Bock. Keinen Bock auf Blutmond. Da habe ich keinen Nerv für. Brauche ich nicht. Macht nur alles schwerer. Bringt mir nur einen marginalen Vorteil von, ich glaube, mehr Gegner heißt mehr Knochenstaub und mehr Gegner. Also, gut, man findet halt auch in der Dunkelheit des Mondes oder im Mondlicht dann diese komischen Ohrringe. Aber wen zum Geier interessieren die Ohrringe? Wenn du den Blutmondhunger nicht anhast, keine Probleme mit den Gegnern hast. Ich meine, seht ihr, wie einfach das ist? Super easy. Ich habe keine Probleme mit den Gegnern. Okay, ich habe tatsächlich gewonnen. Okay, wir müssen uns tatsächlich überlegen, was wir skillen. Es ist natürlich wie immer Crit-Chance. Crit-Chance, klar. Was rede ich da? Es ist immer Crit-Chance. Es ist und bleibt immer die Crit-Chance. Gut. Oh nein! Etwas, bei dem ich... meine Sachen auffüllen kann. Wieso habe ich das jetzt gefunden? Der Blutmond ist doch gar nicht da. Lass dich doch erschlagen. Ja, das fänd ich fein. Oh, geil. Ha, Idiot. Hier, verreck. Boom. Trotzdem zu viel Schaden. Boom! Draufschlagen! Life Leech! Draufschlagen! Wirbel! Boah, braucht der viel Mana jetzt auf Level 2! Holy shit! Macht wirklich nur marginal mehr Schaden, ne? Also, der Kommentar war schon true. Geil. Aber. Ja, das ist zumindest schon mal ganz gut. Okay, das Ding muss sterben. Alles muss sterben. Okay,
Aus irgendeinem Grund hat es funktioniert. Heilkraft. Crit und Heilkraft ist King. Seht ihr das? Das ist Crit, Baby! Komm her! Ich hätte den Wirbel auf 1 lassen sollen. Aber kann man ja nicht wissen. So, was jetzt als nächstes? Gut, das war easy. Oh Gott, ich hasse die Dinger. Jetzt! Erwischt! Geil! Immer Crit-Chance. Wenn ich die Chance habe, nehme ich Crit-Chance. Okay, bereit sein. What is this? Pariert. Rasiert. Angeschossen. Der stirbt am Gift. Der stirbt am Gift. Alles stirbt am Gift. Heilen. Wir sind frei. Gott sei Dank, wir haben das Gauntlet überlebt. Noch ein Gargoyle. Ach, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, ey. Und der letzte Makellose sagte, jetzt, da ich mein Ahnenfleisch verloren habe, bin ich mein eigener Meister. Mit Ahnenfleisch meinen die menschliche Körper? Und ein neuer Ahn brachte einen Nachkommen hervor. Ein befreiter Sklave kann nur einen weiteren Sklaven erschaffen. Ein Sklave? Wovon sprichst du? Das Kind kam zu seinem Elternteil, verwirrt und besorgt, und es fragte, warum hast du mich erschaffen? Warum lebe ich? Die Antwort war ehrlich, aber auch grausam. Ich lebe auf deine Kosten. Oh, wie Hartz-IV-Empfänger. Auf deine Fehler lassen mein Sekret wachsen. Dein Irrglaube lässt meine Realität wahr werden. Das Kind zitterte ungläubig. Nichts mehr zu sagen. Oh, hi! Deine Zeit ist gekommen, wandelnder Lehm. Aber... Achso, stimmt, die werden ja wahnsinnig. Wahrscheinlich denkt sie deswegen, dass sie selbst der Körper ist. Wer bist du? Eine Kopie? Ich kann mich nicht erinnern, dich geschaffen zu haben. Ich? Oh nein, ich bin du. Unsinn. Geh. Geh mir einfach aus dem Weg. Ich werde in meinem Fleischkörper zurückkehren und dich in Ruhe lassen. Wie naiv. Ich bin das Ahnenfleisch. Meine Zeit in der Formmaschine ist vorbei. Und Fleisch unterwirft sich Lehm nicht. Du bist nirgendwo hin. Du wirst nirgendwo hin zurückkehren. Du wirst entsorgt, so wie jede Kopie. Ich habe weder das Bedürfnis noch die Zeit, mich mit dir zu befassen. Es gibt wichtige Dinge, um die ich mich kümmern muss. Geh einfach und tu, was immer du tun willst. Kommt dir dieses Gespräch nicht bekannt vor? Oh, was für eine Närrin du doch bist. Du weißt ganz genau, dass wir das Gleiche suchen, das unverzichtbare Gefäß, das der Schöpfer braucht. Wir müssen uns nicht darum streiten. Sollen wir etwa den Schöpfer entscheiden lassen, wer für uns weniger gespalten wird? Ist? Tun? Das dürftest dann wohl du sein, die Neuere. Das wäre nicht gerecht. Der alte Mann sagte immer, die Form ist dazu bestimmt, das Ahnenfleisch zu übertreffen. Aber jetzt schau dich an, du erbärmliches Ding. Du hast nur noch mehr Uneinigkeit gesät, mit einem schweren Fehler nach dem anderen. All der Tod, den du gebracht hast, all die Leben, die du genommen hast. Das ist jetzt deine Bürde, nicht meine. Nun gut. Ich werde meine Schuld bezahlen und dann meiner Wege ziehen. Zu spät, Kopie. Ich bin jetzt voll geheilt. Dank dir kann ich mich allem stellen. Und wenn ich dich jetzt so betrachte, sehe ich nichts als ein weiteres Hindernis. Dann bist du es, die einen Fehler macht. Keine Sorge, das passiert den Besten. Okay. Gift ist schon mal gut. Nice Explosion, aber du bist halt ein Idiot. Woo! Oh oh. Ah, du Trottel. Du absoluter Idiot von einem Klon. Warum darf die eigentlich mehrere Waffen haben und nicht nur eine? Gerade. Kopie ist trotzdem besser. Also ich. Aber war das jetzt unser menschlicher Körper? Ich habe gerade den direkten Grund für meine Existenz getötet. Ich habe mich selbst getötet. Scheinbar war das unser menschlicher Körper. Whoops! Wer bin ich jetzt? Wer bin ich? Ich bin eine unbesiegte Kopie, die über den Leichnam des echten Menschen mit meinem Gesicht steht. Würde ich auch so eine traurige Grimasse ziehen, wenn ich sterbe? Ich bin ein Kind, das zum Ahnenfleisch wurde. Und zum ersten Mal tut meine Drüse nicht weh. Ich kann den beruhigenden Strom meines Sekrets spüren.
Ich hätte gerne den Speer. Der Spiegel ist allerdings kaputt. Den kann ich gar nicht benutzen. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Hm. Oh, hi! Ich werde kein Mensch mehr sein, Zoran. Ich bin in einem Stück vernunftbegabten Lebens gefangen. Mein Sekret, meine ich. Meine Wurzeln, ich habe sie alle zusammen mit meinem Ahnenfleisch verloren. Ein merkwürdiges Gefühl, ich spüre gar keine Veränderung. Lehm oder Fleisch, macht das überhaupt einen Unterschied? Bemerke ich den Unterschied einfach nur nicht? Und mein Sekret. Was immer ich hatte, habe ich verloren. Mein neues Ich wurde in diesem Körper hineingeboren. Wenn ich keine Irma bin, was bin ich dann? Huch! Es gibt keine Macht von außen, die uns Sekret verleihen kann. Es wächst in uns als gewöhnlichstes Wunder, das man sich vorstellen kann. Und doch wird dieses Wachstum, wie ewig es auch sein mag, von der gierigen Gottheit verschlungen. Finde Laios, Kätzchen. Hör jetzt nicht auf, wo du doch so nahe bist. Bin ich nahe? Ich kann nicht einschätzen, wie lang dieses Game ist. Was haben wir hier? Oh. Das wahre Gefäß wurde wiederhergestellt. Sehr gut. Haben wir das Gefäß auch in uns? Und wird es zusammengesetzt dadurch, dass man die Originale tötet? Finde Laios. Ja, den suche ich, ja. Ich will nicht mit dir reden, Mann! Lass mich in Ruhe! Ich will doch nur das Item da. Dunkler Schlüssel. Der Schlüssel zum östlichen und am weitesten entfernten Teil der Eingeweide der Erde. Okay. Da können wir jetzt hin. Wir haben den Shortcut freigemacht. Da links sind wir fertig. Hier können wir nochmal zu Carina hochgehen. Ich meine, wenn wir schon da sind, können wir das ja mal machen. Schadet ja nichts. Die Zauber müssen wir wieder ändern. Ich hätte gerne wieder mein normales Setup. Damit komme ich ehrlich gesagt am besten klar. Bitte nach oben, nach oben! Schade, na gut. Trinken wir halt ein Schlückchen Kaffee. Geil. Die Frage ist... Ach so. Die Frage ist... Hm. Hi. Meine Schwester ist etwas zugestoßen. Ich spüre es einfach. Meine Adelina ist in großer Gefahr. Du bist gekommen, meine liebe Irma. Hervorragend. Ich hatte schon Sorge, dass du die Nacht nicht überstanden hast. Du solltest dich meinetwegen nicht beunruhigen, Carina. Ich bin nicht so leicht aufzuhalten. Hast du vielleicht Hunger? Ich schätze schon. In letzter Zeit bin ich nie satt. Ach, das ist nicht ungewöhnlich. Die gütige Herrin ist dieser Nächte... bedrückt. Ihr armer Bauch tut ihr so weh, ihr Wein ist hier so, ist hier bei mir. Jedenfalls, ein bestimmter Hunger erfordert eine bestimmte Leckerei, nicht wahr? Ich habe dir etwas gemacht, das dir schmecken wird. Oh. Verschiedenste Knochensteine. Kein Maß beim Tod. Macht immer während Heilung unverwundbar. Wirft sämtlichen Schaden auf Feinde zurück. Bei einer erfolgreichen Parade wird ein großer Teil von Irmas Gesundheit wiederhergestellt. Den verursachten Schaden mit Hauptwaffen beträchtlich. Hexereikosten, das kann man alles kaufen. Das sind dann temporäre Boni. Weil die halt nur so lange halten, bis ich sterbe. Ich bin so froh, dass du zu mir gekommen bist. Bitte nimm meinen Happen. Ja, danke, ich bin gut. Hm. Okay, dann. Gehen wir jetzt auf jeden Fall mal zurück in die Werkstatt. Man weiß ja nie, was man da kriegt. Oder ob da irgendwas Neues dazu kommt. Vor allem will ich mal nach Adelina gucken. Was passiert? Wieso siehst du aus? Wieso siehst du so aus, wie du aussiehst? Wie sehe ich aus? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Das kommt der Sache ziemlich nah. Deine Worte beunruhigen mich, Schwester. Möchtest du mit deiner treuen Vladislava über deine Sorgen sprechen? Nein. Nein. Das ist zu schade. Zu schade. Okay. Ich habe nichts für dich, also bist du mir erstmal egal. Mein Korpus ist jetzt fort. Den habe ich ermordet. Das heißt, wir sind jetzt selbst nur noch eine Kopie, ein Lehmwesen, das versucht, in dieser Welt zu überleben. Oh, ich hatte gerade einen verstörenden Traum. Ich war eine verzweifelte Frau, die sich im Körper eines kleinen Mädchens versteckte.
Und dann war ich ein finsterer Mann, der von verbotener Liebe erfüllt war. Und dann war ich eine alte Hexe, die alles für ihre Brut opferte, die du immer noch nicht gefunden hast. Und dann? Dann versuchte ich, eine Katze zu sein, aber ich konnte es nicht. Ich konnte es einfach nicht. Und dann habe ich verstanden, dass alles, was ich war, nicht ich war. Aber ich wusste nicht, was ich war. Habe es nie gewusst. Was ist meine Essenz? Was ist Ion? Wenn es dich tröstet, ich habe mich auch verloren. Nein, das tröstet mich überhaupt nicht. Das ist tatsächlich was, worüber ich tatsächlich schon öfter nachgedacht habe. Ich weiß auch nicht, warum ich über sowas nachdenke, aber wenn du ein Formwandler bist. Formwandler gibt es ja nicht nur in dem Game, die gibt es ja in verschiedenen Mythen und Legenden und Games und Movies und Serien, was weiß ich. Und woher weiß der Formwandler von seiner ursprünglichen Form? Verliert er sich irgendwann selbst? Wissen die von ihrer eigentlichen Form? Haben die eine passive Form, die sie immer haben, außer sie aktivieren ihre Formwandlerkräfte? Oder leben die von Körper zu Körper? Ich meine, Formwandler gibt es nicht, ist klar, ist rein theoretisches Szenario. Aber wenn es Formwandler gäbe, hätten die eine passive Form, die sie immer haben und wechseln dann aktiv in andere Wesen? Oder haben sie keine eigene Form und wechseln immer zwischen Wesen hin und her? Ich weiß es nicht. Hey, freie Irma! Du weißt, dass ich eine... Dass du eine Fälschung bist? Fühlst du dich etwa so? Ich fühle mich auf jeden Fall anders als zuvor. Jetzt bin ich wirklich ein verlorenes Ding. Oh, arme Lady Irma. Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt. Weißt du, letztendlich sind wir alle doch nur Spiegelbilder. Richtig, die Form einer Form. Achso, warte mal, die haben ja bestimmt noch mehr zu sagen. Aber schau dir nur diese Maschine an. Selbst ohne Muster erschafft sie immer weitere Kopien von dir. Wie ist das möglich? Vielleicht ist es gleich wie bei der menschlichen Geburt. Was? Ich verstehe nicht. Wir werden alle leer geboren. Irma, ganz ohne Sinn und Verstand. Und diese Leere möchte gefüllt werden. Irgendetwas in der Rohmaterie sehnt sich nach einer Gestalt. Möchte anders werden und sich dann vermehren. Jetzt solltest du fragen, woher der erste Tropfen Sekret kommt. Wo dein Leben beginnt. Aus den Tiefen deines Körpers. Von nirgendwo sonst. Es ist ein Instinkt, ein urtümlicher Antrieb, etwas zu werden. Im Laufe der Zeit definiert sich das Wesen dadurch, wie es sich von anderen unterscheidet. Jede Bewegung hinterlässt ihre eigenen Spuren. Manche sind Würmer, die an einer Klinge entlang kriechen. So ist es auch mit der Maschine. Sie erschafft Form um Form, während die Lehmwesen sich entscheiden, Irmas zu werden. Wieder und wieder. Aber warum ich? Warum Irma? Woher soll ich das wissen? Ich bin nur ein kleines Mädchen. Ich habe meine eigene Wahl getroffen. Ich traue ihr nicht so weit, wie ich sie werfen kann. Sekretoffenbarung, die ultimative Erinnerung an Sekret, eingebettet in eine merkwürdige Art von der Materie. Okay, gehen wir direkt mal ab. Nichts weiteres zu sagen. Nein! Jetzt bin ich drüber gedasht. Hallo. Ich hab da was. 2000 gibt es. Du hattest Unrecht, Priesterin. Wie bitte, Schwester? Sie, deine Göttin, der Mond. Sie ist gar nicht wie meine Mutter oder wie eine Mutter. Unser Sekret gehört uns und zwar nur uns. Oh. Also gehörst du jetzt zu den Eingeweihten? Ich schätze, das haben wir der kleinen Adelinka zu verdanken. Ich verstehe es nicht, Priesterin. Warum speist die Kirche ihre Herde mit Lügen ab? Hör mir zu, liebe Schwester. Seit Anbeginn der Zeit hat der Klerus die einfachen Leute einfache Dinge gelehrt. Sekret ist ein heiliger Geist, der das Fleisch zum Leben erweckt. Und wir Brüder und Schwestern stammen alle aus ihrem Schoß. Zum allgemeinen Wohl muss die Wahrheit geheim bleiben. Und was ist dieses allgemeine Wohl? Seligkeit, Schwester. Seligkeit und Akzeptanz. Denk doch einmal nach. Die Vorstellung eines Geistes ist einfach so verführerisch. Lichte Gemüter könnten nie ertragen, dass die Essenz der Materie entspringt. Dass es keinen tieferen Sinn gibt, außer dem, den wir bereits in uns erschaffen haben. Menschen brauchen einfach ein Leuchtfeuer, das sie führt. Eine Figur, der sie folgen können. Eine wunderbare Idee. Und die Herrin ist vielleicht das großartigste Wesen, aber dennoch ein Wesen, das ich nähren muss. Sie hält die Ordnung aufrecht und dafür bezahlen wir sie mit Sekret. Der Überschuss, den sie sich nimmt, ist nicht mehr als die Wolle eines Schafs. So einfach ist das also? Ja, aber nur, wenn du bereit bist zu verstehen. Ich lehne ihre Führung ab. Ihr Licht bringt nur Schmerz und Unterhalt. Schmerz und Unterhalt. Ja, geil! Schmerz und Geld! Blutgeld, geil! Schmerz und Untergang mit sich!
Nun, das bleibt ganz dir überlassen, Schwester. Und nun gehe in Frieden. Ich will nicht vor einem Mond regiert werden. Das ist merkwürdig. Ich bin keine Sailor-Kriegerin. Warum heißt es eigentlich... Achso, Sailor Moon, weil sie die Sailor-Uniform von der Schule trägt. Okay, das macht Sinn. Okay, wir können jetzt nach Osten weiter, in den anderen Eingeweiden. Oder... Wir gehen tatsächlich mal da oben weiter, weil ich nämlich davon ausgehe, dass wir da auf jeden Fall weiter können. Und... Also jetzt, wo wir stark genug sind. Und ich glaube... dass da oben die Hexe ist. Da hätten wir zumindest noch einen NPC, mit dem wir reden können. Das ist ja teuer, Jesus Christ. Dann lieber den Parasiten, wa? Zack. Und dann nochmal 14.000. Kriegen wir schon zusammen. Ah, in meine Fresse. Nochmal in meine Fresse. Boom! Stirb doch! Dankeschön. So, wie ging es denn jetzt eigentlich nochmal da hoch? Ich glaube, ich muss da links lang, ne? Genau, ich muss an ihm vorbei. Also quasi durch und durch. Gibt alles nochmal ein paar XP. Aua. Ach ja, stimmt. Die Gegner habe ich ganz vergessen, dass die existieren. Das ist ein bisschen awkward, dass der das überlebt. Aua. Immer feste drauf. Geil. Und jetzt müssen wir heilen. Und jetzt muss ich da lang. 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 Hier wird wahrscheinlich gleich ein Aufzug runterkommen und mich blockieren. Ah, ne, ja. Der ist da. Okay. So. Neues altes Gebiet. Hier sind wir schon mal gewesen. Haben übelst auf die Schnauze bekommen. Weil hier nichts Schaden bekommen hat. Und wir. Oder ich. Zu weicheiig war. Um weiterzugehen. Ach ja. Und hier sind überall diese komischen Türen. Ach so. So, was haben wir hier? Eine Drüse. Ein Kater. Hallo, du bist ja mal auf der richtigen Seite der Tür. Du hast den Eingang zur Spitze verschlossen, Zoran. Wer wird mich in deiner Abwesenheit mit Milch versorgen? Hm? Hm. Wonach suchst du, Kätzchen? Ich muss nur durch diese Tür. Ich auch. Ich muss zur Spitze zurückkehren. Das wird ein langer Weg, Kätzchen. Ein langer Weg. Ach so, stimmt. Wir sollten ja ursprünglich eigentlich nach ganz oben, weil Zoran ja ganz oben ist. Hm. Aber ich wäre ehrlich gesagt schon mal froh, wenn wir hier einen Spiegel finden würden. Damit wir dann da weiterkommen. Hm. Ups, das war der falsche Spell. Aua. Aber hier kriegen die Sachen wenigstens wieder Schaden. Bam! Mehr Heilkraft. Heilkraft und Crit. Oh, guckt euch den Heal an. Nein! Heilen, 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 heilen. Geil, geil, geil. Richtig dick vollgeheilt. Okay, der ist tot. Riss Stein! Geht doch. Hm, da komme ich doch hoch. Da kommt man doch hoch. Hm, naja, stimmt irgendwie. Was ist hier drüben? Da ist nochmal so ein Dude. Tack. Oh, der kriegt keinen Damage. Das ist aber schön. Das heißt, ich muss ihn parieren. Und dann vergiften am besten. So. Stein! Okay, wir haben gewonnen. Ich kann es tatsächlich nicht fassen, aber wir haben gegen so ein Ding gewonnen. Gegen so ein starkes Ding. Wenn das jetzt allerdings so weitergeht, dann mache ich mir schon Sorgen. Wieso haben hier eigentlich sehr viele Wesen Flügel in den Statuen? Ich meine, klar, Menschen haben auch keine Flügel und trotzdem hat die christliche Religion Engel. Ah, guck mal, wer da steht. Wann da? Aber... Warum ist das hier so? Stein! Nice, der ist sogar einfach ermordbar. Brauchen wir nichts Besonderes für. Hier ist nochmal ein bisschen Knochenstaub. Können wir alles gebrauchen. Wir können so viel gebrauchen, wie wir auch nur finden können. Und ich sehe gerade auf dem Timer und sehe, wie spät es ist.
Ach du meine Güte, na dann machen wir jetzt hier mal einen Cut und dann mache ich gleich noch einfach eine Folge, obwohl ich jetzt eigentlich Aufnahmestopp machen wollte, aber ist ja wurscht. Hin und her, Daumen nach oben auf jeden Fall für den YouTube-Algorithmus, für mehr Viewer. Vielen Dank dafür und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!